Herzlich willkommen, liebe Freunde des Gewitters. Es gibt mal wieder Weekly Update News. Und diesmal gibt es ein bisschen Statistiken zu Trials of Osiris. Es gibt aber auch ein paar Update-Ankündigungen, die uns im November und Dezember hereinstehen. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr nichts verpasst, denn das wird auf jeden Fall spannend. This week at Bungie we are counting Passage Coins and more. Ja, genau, wie gesagt, die erste Woche Trials of Osiris ist vorbei und hier sieht man auch mal die Statistiken. Die sind von Bungie angefertigt worden, also die werden schon akkurat sein. Im Wiederkehren der Trials of Osiris sind 133.444 Spieler zum Leuchtturm gekommen. Das hört sich erstmal sehr viel an, wenn man das natürlich auf die Spieler, die insgesamt registriert sind, umrechnet. Das sollen nach neuesten Erkenntnissen 25 Millionen sein. Ist es eine klitzekleine Anzahl. Ich bin nicht darunter, ich hatte keine Zeit, ich habe nur Montag 6 Spiele gemacht, habe ich euch schon erzählt. Also das ist wirklich, wer da drunter ist, ist es, das ist unter 1%, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Wenn ich mich jetzt nicht verrechne, habe es unter 1%. Ich glaube, ein halbes Prozent der Spieler, die Destiny aktiv mal gespielt haben oder noch spielen. Also ein halbes Prozent von denen sind auf den Leuchtturm gegangen im ersten Wochenende. Genau. Und das waren davor, bevor diese Änderung mit den Siegen, also dass ihr, wenn ihr ein Ticket spielt, genauso viele, also Gegner mit genauso vielen Siegen bekommt, wie ihr gerade habt, waren das 188.000. Also sie haben es tatsächlich um 55.000 reduziert. Das ist auf jeden Fall mal interessant. Teilgenommen haben an den Trials 821.000. Das heißt, 16,25% von diesen Teilnehmern sind auf dem Leuchtturm gelandet und der Rest, also knapp 84%, habe es sich geschafft. Ich bin unter den 84%. Ich denke, 84% der Zuschauer hier vielleicht auch. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Wir haben immer noch die Chance, auf den Leuchtturm zu kommen. Das Loot wird nicht schlechter. Also immer schön dranbleiben. Heute Abend steigt ja wieder Osiris. Ich mache einen fetten Livestream. Werde wieder hammermäßig verkacken, aber ich werde mit Sicherheit einen Dreifach-Kill mit der Sleeper schaffen. Also das ist quasi garantiert. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, ansonsten lösche ich meinen Gjallarhorn am letzten. Also der Triple Sleeper-Kill ist incoming. Ich sag's euch Leute, heute Abend geht's ab. Ab mit Raucherhusten, sorry Leute. Oh, Rauchen ist ungesund. Schädigt die Lunge und ihr solltet es sein lassen. So, das ist alles relativ interessant. Ihr sollt weiter über Destiny erzählen. Mache ich gerade, Bungie. Ich bin live dabei. Ich huste zwar ein bisschen, aber Promises we have yet to make. Need weapon parts. Große Ankündigung, Leute. Es gibt endlich mehr Waffenteile. Ey. Ich krieg die Kotze, wenn ich meinen Tresor anschaue, was ich da für ein Mumpitz drin habe. Wurmspuren und lauter Unsinn. Und jetzt haben sie endlich mal gerallt bei Bungie, dass man Waffenteile braucht. Ich würde jetzt echt schon zum Faktor 1 zu 1, habe ich gerade vorhin in der Party erzählt, würde ich schon Lichtpartikel in Waffenteile umtauschen wollen, weil es halt einfach langsam nervt. Du kannst nichts upgraden, musst ständig Waffen zerstören, die du eigentlich behalten wolltest, weil du keine Waffenteile hast. Ja, a lot of feedback. Habt aber schnell gemerkt, Bungie. Danke, a lot of feedback. und sie haben die Drop-Rate erhöht. Das ist auf jeden Fall gut, das heißt mehr Waffenteile aus allen möglichen Drops und so. Down to only 1656 of them. Er hat immer noch so viel. Aha, Benji gibt Waffenteile auch. Weapon Parts Dealer Benji ist unterwegs. He'll accept Glimmer as a form of payment. Alter, danke, bitte, danke, 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 Mann. Danke, Benji, danke. Glimmer gegen Waffenteile, Mann. Wie geil ist das denn? Ich habe den Tresor mit einem Arsch voll Seidenkulizis voll, die der Benji direkt mal auf den Tisch geklatscht bekommt im November-Update. Das heißt, also noch diesen Monat. Die kriegt er allesamt hingeklatscht. Da kann er mir Waffenteile geben, 500.000 Stück für. Ganz ehrlich, ich habe noch diesen Schrott aus Haus der Wölfe. Das habt ihr bestimmt auch noch. Diese, wie heißen die denn? Diese diamantenartigen Glimmer-Käse. Den habe ich immer noch im Tresor liegen. Ich brauche das Glimmer nicht, aber wenn er es nimmt und mir Waffenteile gibt, dann bin ich mehr als dankbar. Das ist ein super Update. Danke dafür. Bin ich ganz weit vorne, bin ich sehr mit einverstanden mit diesem Quatsch hier. Ja, das ist alles wieder bla bla. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, Link in der Beschreibung unten wie immer. What's up, Dog? The masks we were. We were. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Wort ausspricht. Ich finde das mega nervig irgendwie. Können die sich nicht was anderes überlegen, wenn dieses Wort da? Were, wer, wir, war, wuwe? Man weiß es nicht. Any heroes wear masks. On the help form, the arbeiter, blah, 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 the final day of the festival of the lost are upon us. Also das letzte Tag der Halloween-Kampagne ist, Dings, das wird euch jetzt gemeldet, wenn ihr euch einloggt bei Destiny, dann kommt jetzt ein Banner und er sagt euch, es gibt das nicht mehr so lange. Candy consumers gifts of lost and rare blue quality masks will be removed from all character inventories when the festival ends. Aha, ihr habt den ganzen Scheiß also euch umsonst geholt. Ich habe ja da nichts von gemacht, mich hat das null gejuckt.
Ich habe nichts dagegen, dass sie das programmiert haben, aber ich hätte andere Sachen besser gefunden. Zum Beispiel mal Server-Patch oder so. Der mal die Disconnects abschaltet. Das wäre mir lieber gewesen. Aber sie haben es. Das wird jetzt alles rausgenommen. Also Leute, wenn ihr das gemacht habt, das gibt es alles dann nicht mehr. Additionally, Festival-themed items provided by Eververse Trading Co. will no longer be available for purchase. Also diese Sachen aus dem Shop natürlich nicht. Die könnt ihr noch behalten, allerdings gibt es die dann auch nicht mehr zu kaufen. Weil die sind, wenn ihr die noch haben wollt, dann kauft ihr euch jetzt. Mein Okay habt ihr dafür, die sind cool gemacht und da gibt's nichts dran auszusetzen. Ich habe mir die nicht gekauft, weil ich das nicht mehr unterstütze. Sorry. Ich kaufe da nichts, solange die Server so scheiße sind in Deutschland. Ich habe vorhin mit ein paar Amis gesprochen, wir waren in der Party drin. Angeblich hatten die gestern keine Disconnects und keinen Stress mit Destiny. Das sagt mir wieder, dass die Server in Europa einfach nur wesentlich schlechter sind als die in Amerika. Weil ich höre als selten auch von amerikanischen YouTubern Beschwerden diesbezüglich. Die haben zwar auch mit Lagswitchern schon zu kämpfen dort drüben, aber die haben nicht so sehr mit diesen Eisenbanner-Lags, Osiris-Lags und generell Disconnects zu kämpfen. Also es scheint wirklich ein europäisches Problem zu sein oder ein nicht-amerikanisches Problem. Und da muss ich ehrlich gesagt noch mehr kotzen, weil dann liegt es auch nicht am Source Code, sondern es liegt einfach daran, dass Activision oder Bungie oder Microsoft oder wer auch immer verantwortlich ist, kein Geld für die Server ausgeben möchte. Und dann muss ich so eine Reihe kotzen, da könnt ihr gar nicht mehr gucken, so viel muss ich kotzen. Wenn das wieder nur am schönen Geld liegt und sich irgendwelche Typen da in ihren dicken Anzügen die Taschen voll machen und ich gebe 140 Euro dafür aus und muss auf 20 Cent Servern dann spielen. Da kriege ich so einen Hals, kriege ich da. Da kann ich mich auch nicht fertig drüber aufregen, ist einfach so. Also, das ist Festival ist vorbei, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Ich mache schon wieder einen V-Log mehr als hier eigentlich News. Attempt to redeem arms they order directly from the inventory without speaking to Benji first doing so may result in loss of your order. Also nicht hier irgendwie was mit dem Inventar machen mit den Benji-Orders, also die Waffen, die ihr da geordert habt. Das kann sein, dass ihr da die Bestellung dann verliert. Was attempting to redeem arms they order directly from their inventory heißt, without speaking to Benji 44. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Also attempting to redeem heißt, du willst es haben, du versuchst es zu bekommen, ohne mit Benji zu reden. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Macht das halt einfach nicht. Redet mit Benji, der ist dafür verantwortlich, euch die Bestellungen auch zuzuteilen. Du gehst ja auch nicht irgendwo her und holst ja dein Paket nicht von der Post. Holst ja auch von der Post. Also geht halt auch zu Benji. Der arme Mann steht da im Turm ganz lang rum, der hat nichts zu tun. Ist kein Mann, ist ein Roboter, aber ist egal. With the turn of Trials of Osiris, many of you are attempting to go shiny and chrome with a 9-0 Lighthouse Run. Nö, nicht wirklich. We'd like to remind you that all Trials of Osiris consumables and spoons are now acquired directly from the Trials. Okay, das haben wahrscheinlich viele nicht gesehen. Das habe ich euch ja schon gesagt, das ist in Trials, in Ticket könnt ihr euch jetzt die Buffs kaufen. The Big Screen, Movie of the Week. We watch billions and billions of videos to find the stars. Das könnt ihr euch gerne noch anschauen. Triple Down on One Melee. Das gucke ich mir gleich selber noch an. Reading, Cosmo, wo my return. So, jetzt habe ich das Wichtigste verpasst, nämlich die dummen Updates. Wo ist denn das angekündigt? This week at Bungie, we're calling passengers this whenever, wherever, and however you play Destiny, the mad scientist and Bungie research are watching. Every helmet you don every weapon you wield, and every enemy you dispatch, and how it becomes a data point in our matrix of crunch and mehr. Das ist alles bla bla, das braucht ihr nicht zu wissen. The numbers add up to a mountain of learnings we can use to refine the play experience. One interesting trials was a unique opportunity to boil down the mathematical sampling in a crucible. Bad joke confirmed, deal with it. Over the weekend, the crucible light descended upon Bannerfall again and again to battle for access to the lighthouse. While we are analyzing the combat sandbox every day, a crucible endgame event offers a great snapshot for how people spar in the arena. Introducing the pilot edition of a brand new feature that we will hope will become a weekly thing around here. Ja. Ich mach mal kurz Wartemelodie, Leute. Chillt mal. Wenn euch das Video nicht gefällt, ihr könnt es gerne weglegen. Und ihr könnt einen Daumen runter geben. Ich entertaine euch noch ein bisschen. On that note, you'll see yet more welcome changes to the in-game economy in the December update. Rumor has it. Ah ja, genau, das habe ich noch vergessen hier. Rumor has it that Petra will have use for a Seraglide. Also die Petra Venge im Riff nimmt euch endlich das ätherische Licht ab im Dezember-Update. Also im Dezember kriegt ihr dafür was. Sie nimmt es nicht nur ab, also sonst könnt ihr es ja auch löschen, sondern ihr kriegt halt auch was. Und die Eris. Nehmt euch die Wurmsporen ab, die überflüssig sind, wenn ihr diesen blöden Geist aus dem Raid habt. Hat ja jeder sein Inventar mit Wurmsporen schon voll. Allein ich habe 600 und ich mache so gut wie nichts auf dem Grabschiff mehr. Also das ist extrem heftig, gerade wenn du den Raid öfters spielst. Also das mache ich schon mal auf dem Grabschiff, aber so normale Patrouille oder so spiele ich so gut wie gar nicht mehr. Und da gibt es halt Wurmsporen, die man dann der Eris geben kann. Und dafür kriegt man auch was.
Jetzt sag mir doch mal bitte, wo die Miss 5000 Watts das gelesen hat, dass es ein Update für den Dings für Waffen geben soll. Das steht hier nicht. Tut mir leid, ich gebe es euch trotzdem wieder. Ich habe das Video von der Miss 5000 Watts, das verlinke ich euch auch mal unten in der Beschreibung. Er hat das sehr gut gemacht mit Gameplay und so weiter. Da hat sie angekündigt, dass gewisse Klassen und Waffen geupdatet werden sollen, also gepatcht werden sollen. Sie weiß nicht welche, hat sie gesagt. Wenn ihr das auf Englisch nicht versteht, könnt ihr euch gerne trotzdem das Video anschauen. Ich sag euch aber, was sie gesagt hat. Sie weiß nicht, welche Klassen das sein werden. Sie geht aber davon aus, dass der Sonnenbezwinger, also der Hammer von Soul Titan, den ihr oben sehen könnt, der wahrscheinlich ist, dass der da betroffen ist. Sehr wahrscheinlich auch der Jäger mit dem Nachtfürscher-Glitch wird da sehr wahrscheinlich gefixt im Dezember-Update. Und dass auch Waffenänderungen kommen werden. Und sie geht davon aus, dass das die Impulsgewehre hauptsächlich betrifft, dass die sehr wahrscheinlich schlechter werden oder andere Waffen, also Automatikgewehre, Handfeuerwaffen und Scoutgewehre besser werden. Bin ich ein sehr großer Fan von. Nicht von dem Sonnenbezwinger-Patch, den hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht, bin ich der Meinung. Da gibt ihr ein bisschen weniger Rüstung, habe ich auch kein Problem mit. Ich spiele den sowieso nicht, wenn du Siris. Könnte gerne ein bisschen weniger Rüstung geben, Bungie, ist mir relativ pumpe. Die Primärwaffen, das finde ich extrem gut. Impulsgewehre liegen mir einfach überhaupt nicht. Ich mag die nicht spielen, ich mag es nicht haben, ich will es nicht, ich finde sie nicht schön. Mir macht es keinen Spaß, damit zu spielen. Klar, man muss sie teilweise hernehmen, weil gewisse Waffen, zum Beispiel Roter Tod oder Schlechtes Karma, sind halt leider Impulsgewehre, wobei es beim schlechten Karma für mich eine Automatikwaffe ist, weil die einfach so schnell schießt und Autofeuer hat, dass das keinen Unterschied für mich macht. Roter Tod mag ich halt einfach nicht so besonders im PvP benutzen, weil mir das zu lang dauert, bis ich die nächste Salve raushauen kann. Nichtsdestotrotz sind das natürlich überragende Waffen und die sind auch zu überragend. Das sehe ich auch so. Im PvP sind Impulsgewehre mein zu überragend. Wenn sie da irgendwas dran tun könnten, dass Automatikgewehre ein bisschen besser wären, Handfeuerwaffen auch wieder ein bisschen besser. Also, ich meine, keiner will die Dorn zurückhaben, so wie es vorher war, aber so wie es jetzt ist, ist es auch nicht richtig. Also, dass eine exotische Handfeuerwaffe halt so viel schlechter ist als jedes legendäre Impulsgewehr, kann auch irgendwie wieder nett sein. Das ist immer wieder eine Anfangszeit, wo die Dorn halt extrem viel beschissener war als die Suros und jedes legendäre Automatikgewehr. Das kann irgendwie auch nicht vom Balancing stimmen. Ansonsten, ja, wie gesagt, also die Impulsgewehre ein bisschen schlechter und das werden sie auch noch im Dezember machen. Sie werden das ganze Balancing nochmal anpassen. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut, nach 3 Monaten und nicht wieder ein Jahr zu warten, wie es damals war. Also bei der Dorn haben sie ja wirklich extrem lange gewartet, ich glaube fast 9 Monate oder so. Das war zu lang. Und jetzt ändern sie es tatsächlich schon nach 3 Monaten, also im Dezember kommt das Upgrade und der Sonnenbezwinger wird auch angepasst. Der wird mit Sicherheit nicht stärker gemacht, der wird eher schwächer gemacht. Sicher ist das natürlich noch nicht, wie gesagt, die Miss 5000 Watts hat da spekuliert. Irgendwo in den News müsste es auch stehen, sie hat es zitiert, ich sehe es hier nicht, wenn ihr es findet, sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten, was die gute Frau 5000 Watts sagt, hat Hand und Fuß. Die ist mit einem von den Programmierern bei Bungie verlobt, ist mir das Wort nicht eingefallen, verlobt ist sie. Also wird sie da keinen Unsinn erzählen, sie hat die Information ja quasi aus erster Hand und ansonsten hat sie irgendwas gelesen, was ich jetzt hier nicht lesen kann. Das ist dann mein Fehler, aber ich möchte euch trotzdem darüber informieren, dass Impulsgewehre demnächst richtig schlecht werden und noch halben Schaden machen. So oder so ähnlich wird es im Dezember in Destiny aussehen. Danke euch fürs Zuschauen und lasst mal einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann kommt nie wieder. Und ansonsten, ich gehe jetzt noch eine rauchen. Und ihr raucht nicht im Leben. Niemals, auf keinen Fall. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und Lightning ist raus. Bis dahin. Tschüssikowski.